Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Playmobil's Next Topmodel. Mittlerweile sind wir jetzt schon bei der dritten Folge angelangt und leider muss uns auch heute wieder jemand verlassen von den Supermädels. Ihr habt entschieden, Raoul, bitte übernimm du diesen Part, ich mache das so ungerne. Ja, ich mache das auch ungerne, aber letzte Woche habt ihr alle so wunderbare Fotos gemacht mit unserem Simba, unserem zahmen Löwen, und es war wirklich super mit euch. Da sind so tolle Fotos bei entstanden für eure Modelmappen. Trotzdem, eine von euch kann jetzt leider nicht weiter mitmachen. Raoul, ich kann dir da auch nur zustimmen. Unsere Mädels sind alle super. Schon zu Anfang so eine Glanzleistung. Das sind wirklich Rohdiamanten. Die müssen noch geschliffen werden, aber leider muss eine uns heute verlassen. Das Mädchen, was heute gehen muss, die wird trotzdem ihren Weg gehen. Und verlassen muss uns heute Sandra mit der Votingnummer 01. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ihr anderen seid doch eine Lachnummer im Gegensatz zu mir. Sandra, jetzt reg dich doch nicht auf. Du hast wunderschöne Fotos, die du mit nach Hause nehmen kannst. Und die kannst du alle in deine Setkarte, in deine Modelmappe stecken und sie den Kunden präsentieren. Du wirst schon noch Model. Keine Sorge. Das ist nett, dass du das sagst. Ich hoffe, du hast recht. Ach Mensch, ich bin so enttäuscht. Sandra, wir wünschen dir alles Gute auf deinem Weg und du wirst bestimmt noch Model. Tschüss. Das Rennen um den Titel Playmobil's Next Topmodel geht weiter. Es sind noch 3 Kandidatinnen dabei. Es sind Michelle, Jennifer und Chantal. Die heutige Aufgabe ist nicht einfach. Sie ist oftmals mit Tränen verbunden und die Mädels leiden wirklich. Dabei ist es gar nicht schlimm, sondern es ist eine schöne Sache, denn heute ist der Tag des großen Umstylings. Oh nein, der Tag des großen Umstylings. Davor hat es mir schon von Anfang an gegraust. Ich hoffe, ich kriege Extensions und die machen mir keine Glatze. Also mir ist das egal, die werden schon professionell handeln. Die haben doch Ahnung. So, meine Lieben, wir sind jetzt im Star-Friseursalon von Kitty Cat, hier an unserer Rechten. Und die wird heute aus unseren Mädchen richtige Models machen, jetzt auch optisch. Und ja, jetzt geht's los. Also Mädels, ihr werdet hier auf jeden Fall vergebens nach Spiegeln suchen. Die haben wir alle abgenommen oder abgehängt, damit ihr das nicht sehen könnt, wie ihr dann letztendlich ausseht. Erst wenn die Typveränderung fertig ist, bekommt ihr dann das Ergebnis zu sehen. Und meine Liebe, wie heißt du? Ich bin Jennifer. Schwarze Haare und ein kurzer Bob. Ich glaube, bei dir wird es heute die größte Veränderung geben. Oh, ich bin wirklich gespannt. So, wir sind schon fertig. Oh, ich bin wirklich gespannt. Also ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass meine Haare gefärbt worden sind. Aber welche Farbe denn? Vielleicht blond? Lass dich überraschen. Ach, du hast aber schöne rote Haare. Die werde ich auf keinen Fall färben. Puh, da bin ich aber erleichtert. Ich werde dir aber eine ganz moderne Frisur schneiden. So, fertig. Du kannst mir als nächstes Michelle reinschicken. Ah, du hast auch einen Bob. Ihr müsst euch ein bisschen voneinander unterscheiden. Deswegen bekommst du heute lange Haare. Extensions? Die habe ich mir schon immer gewünscht. Du siehst toll aus. Jetzt geh zu den anderen Mädchen, denn gleich gibt's die große Enthüllung. Ich bin wirklich richtig aufgeregt. Und, liebe Jennifer, wie gefällst du dir? Oh, du siehst so toll aus, Jennifer. So modern. Ich finde, ich sehe total anders aus. Diese Haare, die sehen aus wie Kaugummi. Glaub uns, Jennifer, wir haben schon Ahnung von dem, was wir tun. Diese Pastellfarben sind gerade der letzte Schrei. Darauf fahren die Kunden richtig ab. Und, Chantal? Oh, die Haare sind aber ganz schön kurz geworden. Na, Michelle, how do you feel? Mir gefällt's richtig super. Endlich habe ich einen wallenden Pferdeschwanz. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Das Umstyling habt ihr alle mit Bravour gemeistert. Toll gemacht, Mädchen. In der nächsten Folge muss uns keiner verlassen. Ihr dürft ausnahmsweise alle mit dabei bleiben. Genau. Und ihr, liebe Zuschauer, ihr dürft abstimmen, welches Umstyling euch am besten gefallen hat. Das Umstyling von Michelle, die einen kurzen blonden Bob hatte und jetzt einen langen blonden Pferdeschwanz. Jennifer hatte vorher schwarze Haare, jetzt wunderbare pinke Haare. Wenn euch das gefallen hat, dann schreibt doch einfach Jennifers Namen in den Kommentar. Wenn euch Chantals Umstyling am besten gefallen hat, von einem einfachen langweiligen Bob zu einem Fashion-Kurzhaarschnitt,
dann schreibt Chantals Namen in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Adios.